Willkommen zurück zu meiner zweiten Aufnahme der, keine Ahnung, ich glaube sechsten Session jetzt schon. Sind wir schon die sechste Session? Hallo Schweiger. Ja, wurscht. Wir sind mitten im Krieg und der Schweiger ist, wird belagert. Aber ich Hallo glaub, Captain Spank übrigens, bist du noch da oder schon wieder weg? Was? Nein, nichts mehr im Chat. Nein. Wer ist da? Entschuldigung. Ich rede mit dem Chat. Ach, du redest mit dem Chat? Es gibt einen Chat? Wow! Ich bin enthusiasmiert. Ja, der dürfte schon wieder gegangen sein. Der Chat? So, ich setze fort. Ja. Rubia wird belagert. Das ist existenziell bedrohend für mich. Ja, hallo Spank. Meinst du er nennen oder B nennen? Was meinst du mit B nennen? Was? Das ist ein bisschen verwirrend. Ich sollte immer deutlich machen, ob ich mit dir rede oder mit dem Chat. Ja, ist doch wurscht. Übrigens, Spank zur Information, Odo und ich, die hier spielen, der Charme der Sache ist, wir kennen uns überhaupt nicht aus. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Das stimmt nicht komplett, keine Ahnung, aber relativ wenig Ahnung. Das heißt, so wirklich Fachfragen kann ich doch nicht gut beantworten können. Ja. Ich glaube, das hängt sehr davon ab, auch wo du bist, also die Gegebenheiten. Was man machen kann in sehr vielen Reichen und unter sehr vielen Gegebenheiten ist, sie absetzen. Und wenn du sie absetzt, kannst du frei nennen. Solange der Posten besetzt ist, kannst du natürlich niemand anderen reingeben. Und wenn du ihn nicht absetzen darfst, dann ja, ist der mehr oder weniger vorgegeben. Ja. War das eine Frage an den Menschen ja. im Chat? Eine Beantwortung von einer Frage an den Menschen im Chat. So, ich hoffe, du hast nicht mit mir gesprochen. Nein, warte, ich habe da irgendwas. Vielleicht hätte ich das lesen sollen und nicht versuchen sollen, dir zuzuhören. The peasants told the whole castle about the dragon. Hey, ich habe schon wieder einen Drachen. They saw in the forest and now the eager young men keep nagging me about the true dragon hunt. Some gold might shut them up. Nee, da verliere ich mal Prestige. Fearsome dragon, thou doth not scare me. Dragons do not exist, right? Dafür nehmen wir Diplomacy. Und I will kill it and hang its head over the hearth. Das macht meinen Bürgermeister glücklich mit mir. Na, wir gehen auf Drachenjagd. Ausgezeichnet. Jetzt, achso, du hast sie schon weitergemacht. Mhm. Okay, warte, ich schalte mal zu mir um. Ich probiere mal auf das, was das Bank gefragt hat. Einen meiner Bürgermeister abzusetzen. Ich glaube, Bürgermeister ist absetzen ist ein bisschen schwierig. Jo. Revoke Title. Es dürfte es. Na, warte mal, ich klicke sie mal an. So. Ich darf es nicht machen, weil die Crown Authority of Al-Abbasi Empire allows. Keine Revocation, also wir haben da nicht genug Crown Authority. Davon dürfte es in dem Fall hauptsächlich abhängen. Deswegen geht es momentan nicht. Also kann ich ihn nicht absetzen, noch keinen neuen einsetzen. Mhm. Gibt natürlich indirektere Wege. Das heißt, ja, genau. Das muss vom gesamten Abbasidenreich sogar sein. Ja, genau. Und der wird sich durchsetzen mit irgendwelchen Reformen. So, wie schaut's aus mit der Belagerung von Urmia? Ja, die ist schon sehr weit fortgeschritten. Ja, ich habe zwar dafür nicht gesorgt, dass der Krieg noch so lange dauert. Ich meine, wir sind bei minus 99. René, es geht nicht um den Krieg. Was? Das ist mein Scheichtum. Er erobert gerade meine Hauptstadt mit all meinen Leuten drin. Was ich damit meinte, ist, mit etwas Glück ist der Krieg zu Ende, bevor er irgendwas erobert. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst jetzt. Ja. Die Belagerung ist zu 50% fortgeschritten. Kann man das auch sehen, wenn man nicht quasi... Klick die Region an. Ja, müsstest du sehen. Ich klick die Region an, aber wie kommst du auf 50%? So, ich schau mal kurz bei dir rein, ob du das auch siehst. Siehst du Attackers und Defender Stärke? Na komm. Da siehst du die Garrison, aber... Die ist noch immer auf genau dem. Ah, okay, ich sehe jetzt gerade den Bildschirm. Okay, es geht nicht. Es ist nicht. Ja, schade irgendwie. Aber gut, andererseits stört mich auch nicht sonderlich.
Ich muss dazu sagen, today my half brother Yusuf asked me for a fief of his own to govern. Das erste Mal. Ich glaube, er Das ist hasst dich nicht das doch noch erste. nicht. Ja, er hasst mich so sehr, das ist unglaublich. Ja, aber ich werde diplomatically refusen. Genauso wie das letzte Mal. Gott sei Dank habe ich einen relativ guten Diplomatiewert, deswegen kann ich das machen. Alter, wir stinken so ab. Auch der andere Krieg läuft nicht besonders. Es ist, weil die weil die Armee meines Emirs in die Haik. Die Armee meines Emirs ist ja in die Haik-Armee gestolpert am Anfang des anderen Krieges und nicht gerieben. Dadurch läuft jetzt der andere Krieg auch nicht so gut. Ja, aber der Sultan hat dafür wieder das erobert. Ja. Wo ist denn das? Ich glaube, im Nil hinauf. Gut. Was ist denn? 30% nur noch Moral. Lagerung ist bald beendet. Warum kriege ich da nicht eine Message, dass ich meine ganzen Leute in die Heilung schicken kann? Das kommt normalerweise immer gelagert ist. Ich weiß nicht, ob das immer kommt. Vielleicht sind sie schon weg. Ah, wenigstens meine Wards sind nicht dort, die sind bei mir unterwegs. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Stadt so stark umzingelt ist, dass du sie sowieso nicht retten kannst. Meine beiden ältesten Söhne sind bei mir. Super, mein Marshal ist gestorben. Lass mich raten, woran. Das ist so ein Nach einer Dreck. exzessiven Belagerung. Wobei, so sehr hassen tut mich mein Halbbruder gar nicht, sehe ich gerade. Der ist auf minus 12. Ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. So, ich habe gerade keine fähigen Leute hier. Außerdem baue ich jetzt nichts Neues in mir, weil es könnte eingerissen werden von diesen Truppen. Die Moral ist bei 13%. Scheiße. Ich ahne Schlimmes. So, das Jahr 892 überstehe ich noch. Wow, das ist gut. Ah, meine jüngste Tochter ist auch 16. Die habe ich noch nicht verlobt. Ist das arg? Wow, die ist Theologin. Und was für eine auch noch. Schau, dass du sie im eigenen Reich behältst, ja. Ich bin mir behalten, eigentlich. Kann ich sie... Kann ich das... Ach Gott. Nein, meine Tochter ist gestorben. Childbirth, das ist die, die ich. Könnte sie mit meinem Neffen war erst verheiraten? Ich könnte auf Dings, ich könnte auf. Ich könnte auf. Auf Habsburger machen. Soll ich sie mit meinem Neffen verheiraten? Ach, okay. So. Okay, Urmia ist verloren. Ist gerade eingenommen worden, aber es dürfte nicht weiter Schlimmes passiert sein. Ich brauche einen neuen Marshal, aber ich habe keinen geeigneten Kandidaten. Das ist alles Schwammerl. Wieso? Der beste Wert ist Military 7 von irgendjemandem. Das ist nicht so toll. So, mein dicker Neffe ist jetzt mit meiner Tochter verheiratet. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das übrigens, es findet eine erneute große Schlacht statt. In Omiya. Zwischen Hauptmann des Kalifats und... Der hat noch ein paar Truppen aufgetrieben. Aber der Kalif hat schon wieder angegriffen und damit wieder den Nachteil vom Gelände. Mal abgesehen davon, dass er halt... Die läuft genauso, diese Schlacht. Und das wird dann der Krieg gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Ich fürchte fast. Gut, dass es ein Angriffskrieg war, noch dazu in meiner Region geschleppt wird. Aber wie ist das mit eurem persönlichen Krieg? Wie läuft der? Weil das sehe ich so, nicht. Ganz kurze Pause. Nein, immer noch schlecht, weil wir keine Truppen haben. Wenn du dich erinnerst, ein Running Gag meines Emirs Al-Allah war, dass seine Frauen ständig sterben. Rat mal, was passiert ist. Seine Frau ist gestorben. Ja, wie hast du das erraten?
Man kann ja durchklicken, wenn einer mehrere Frauen hat. Das dauert eine ganze Weile, bis ich die alle durchbringe inzwischen. Dann ist sie Wow, das sind wirklich viele tote Frauen. Ja, der hat schon wieder eine neue, das geht schnell. Aber die ist im Gefängnis. Ja, die Hike hat sie ihm gebracht. Im Gefängnis. Und die neue ist auch schon wieder im Gefängnis von Hike. Nein, Kinder sind auch, ist auch 1-1, sind auch 2-1. Die Hauptschlacht ist verloren, die Hauptschlacht ist schon verloren. Ja, ziemlich. Ah, einer meiner Söhne ist Novice Diplomat geworden, so. Ah, verdammt, die sind jetzt zwei Sachen bei mir aufgepoppt. Ja, einer geht in Israel irgendwo. Was? It has been some time since the members of the tree... Ach Gott, die Traditionsfraktion. Jetzt ist wieder... Das ist wie ein Stammtisch. Ah, wobei, warte mal, ich bin ja jetzt der Chef von denen. Send out invitations. It can wait a little longer. Militärfachmann an meinem Hof einmal geschlossen. Uns. Wir könnten uns überlegen, ob wir vielleicht gemeinsam was von... Oder ich höre dich gerade nicht. Was? Hörst du mich noch immer nicht? Hallo? Okay, ich bin mit Odo dürfte unterbrochen sein. Ich höre dich aber noch. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ja, ich habe dich die ganze Zeit gehört. So ist das. Ja, ich habe meine Traditionsfraktion einberufen, nachdem ich da ja jetzt der Chef bin. Sheikh Na'aman und Destroyer. Achso, das ist uns wurscht. Gut, das heißt, es wird jetzt eh gleich irgendeine Meldung kommen von meiner Fraktion, dass ich irgendwas machen kann, soll, muss. Oi, au. Mein Leech, was? Ah, und mein Halbbruder hat meinen Emir mit mir glücklich gestimmt. Das ist ja schön. Mein Halbbruder ist super. Man könnte beinahe sagen, ich mag ihn. Ich glaube, ich werde ihn jetzt woanders hinschicken. Ich würde ja auch gern was erobern noch, aber das Problem ist, lieber würde ich Emir werden. Ich will nichts erobern, ich kann nämlich eh nichts halten mehr. Na, bleib mal bei mir. Nicht fortsetzen, bitte. Also, oder sag mir das immer, weil bei mir ist auch einiges passiert. Ich habe nur gewartet, bis du fertig bist mit deinen wichtigen Dingen, damit ich meine wichtigen erzähle. Ja, erzähl die wichtigen. Warte mal, was mein Spymaster in Konstantinopel gemacht hat. Er hat 50 Erfahrungspunkte mit nach Hause genommen. Ja, und zwar Cultural Advances, die ich momentan nicht einsetzen kann, aber auch die liegen in der Bank. Das ist mal gut. Das nächste. Ich werde einen Soldaten an den Hof berufen, weil ich brauche einen neuen Marshal, und nachdem niemand was kann. Es kostet mich 25 Gold und 25 Prestige. Das Prestige ist mir nicht so wichtig, weil da habe ich meine Ambitionen schon erfüllt. 25 Gold tun weh, aber was soll's. So schauen wir mal, wer da herkommt. Fersad, boah, der schaut schnittig aus. Fersadit has arrived at your court, ready for employment. Was kann er denn? Marshal 10? Naja, es gibt Schlimmeres. Aber er ist toll. Ich könnte ihn zum Commander machen oder nur sagen super oder ich kann ihn wegschicken. Ich sage excellent und hole noch einen. Ich probiere dasselbe noch einmal. Ich will jemand besseren haben. Oh, das geht jetzt nicht. Achso, ich muss scheinbar anpassen. Und, ja, wahrscheinlich. Vielleicht hast du ein paar. Autsch. Oh, nein, man muss einen Monat zuwarten. So, wir sind auf minus 99%, weil auch diese zweite Hauptschlacht. Die zweite Schlacht war ziemlich katastrophal, genauso wie die erste. Hey, meine Fraktion! Nein, ich hab auch gerade. Fang du an. Mach du zuerst. Okay. Nachdem ich gerade auf meinen Familienbildschirm geschaut habe, stelle ich fest. Meine Secondary Wife, meine Tertiary Wife, meine Tochter, meine nächste Tochter, mein jüngster Sohn sind alle von Hike gefangen gesetzt worden. Nicht überraschend. Das berücksichtigt. Ja, das ist nicht gut. Nein, das ist echt nicht gut, weil die kriegst du auch nicht so leicht raus. Ich kann Ransom schicken, dann kriege ich sie raus. Wenn der Krieg aus ist, werde ich ein bisschen Ransom schicken, fürchterlich. Okay, dein Turn. Okay, erstens einmal ist dir aufgefallen, wir haben noch einen zweiten Krieg. Wir? Ich weiß nicht, ob du auch einen hast. Kaketi meinst du? Katlian, Holy War for Kaketi. Genau, ja.
Woher kommt der? Nein, den Wann habe ich auch nicht ist der gesehen. gestartet? Nein, das sind wir scheinbar verbündet mit Aristavi David. Nein, das ist ein Orthodoxer, mit dem sind wir nicht verbündet. Vielleicht mit Ange nein, mit dem Nein, Angegriffenen sind wir verbündet. der greift eh den Kalifen an. Irgendwas will der erobern von uns. Naja, wurscht. Meine Fraktion trifft sich. One by one, the lords and ladies of the faction assemble at my residence in Albatia. Das ist gleich einmal was anderes, nämlich bei mir. Jetzt müssen sie zu mir antanzen. It is quite clear that the prevailing mood is that of fondness towards Emir Berat. Seid ihr wahnsinnig? And that things are going well in Al-Kufa. Ja, natürlich, unseretwegen. As faction leader, it is up to me to address them and determine, oder Determine. determine, genau, the agenda for the meeting to come. I will strengthen my position within the faction. I plan to rally support for Emir Berat. I will stir discontent towards Emir Berat and I have no particular agenda. Das ist eine gute Frage. Wie alt bin ich denn jetzt? 48? Du bist kalkulierend, das ist ein Wahnsinn. Naja. Ich hasse den Emir. Ich kann den Typen echt nicht ausstehen. Und ich meine, jetzt geht er ja noch. Jetzt ist er ein kleines Bubi. Aber hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Die Leute sind glücklich mit ihm. The mood is that of fondness towards Emir Berat. Wenn ich jetzt Discontent gegen ihn störe. Nein, ich werde meine eigene Position stärken. I have decided that this meeting is best spent promoting the interest of my Das würde neighbor. ich nicht machen, Was? war wieder meins, weil Berat ist ja relativ frisch noch. Am Anfang hat man immer Schwierigkeiten, sich zu behaupten, wenn du ihn dann noch weiter unterminierst, aber Ach wieder so, ja, nein, jetzt ist es zu spät. How will I proceed? Hold a self-congress, bla 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 bla. Ask the faction for membership dues. Hey, das ist du das, wirst was Geld deine, haben. das ist das, was deiner verlangt hat, gell? Mitgliedsbeitrag. Ich weiß es nicht, Mitgliedsbeitrag. aber es wird sein. Ich versuche das mal. Vielleicht kriege ich Geld, weil ich will mal gerne in meinem zweiten Ding auch die Casper Town kaufen. Und ich brauche dann nur noch 40 Goldstücke. Machen wir doch klar, soll mein Sohn bitte was zahlen? Immerhin geht's eh in sein Land nachher. Und außer meinem Sohn ist da eh keiner in dieser Faction drinnen. So gesehen habe ich nicht viel zu verlieren. Na gut. Ja. Das war's bei mir. Ich verlange Geld von meinen Mitgliedern. Die werden sich denken, meine Güte, was für ein Wappler an der Spitze. Das nächste Mal wird mein Sohn versuchen, mich abzulösen. Dann werde ich mich selbst umbringen und das war's. Hast du noch irgendwas zu sagen? Dann Nein, pause ich jetzt. ich bin nur sehr betrübt, weil meine ganzen Secondary Wives momentan da gibt und sitzen. Solltest es positiv sehen, du hast eh schon einen Sohn. Oh, die kann ich um 10. Ist dein Sohn irgendwie. Okay. Ach ja, ich habe auch wieder was. Aber gut, Eine erzähl. neue Revolte. Ah Wir ja, haben, das habe ich auch gerade die gesehen. geht uns alle an. Und zwar im Wesentlichen Jordanien revoltiert. Sehen am Bildschirm. Ja, stimmt. Mein ältester Sohn außerdem, Kuhlmann, das ist mein Thronfolger, der schon 14 ist, das ist der mit der Frau hinter Gittern, also fragt mich jetzt auch, wie deine Tochter vor kurzem dich, warum sollten wir uns so ein Leben bemühen, nachdem wir eh am Ende alle sterben müssen? Ja, eine gute Frage. Treib es ihm aus, bitte. Gute Fragen sind nie gut unter Kindern. Lastvoll oder glatt, ne? Das klingt gut. Nein, 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 nein. Er Ist es wird schon dein recht haben. erster Sohn? Das ist mein Ältester, den will ich nicht Ältester. glatt Du machen. bist nicht glatt, das Nein, verstehe nein, ich nein. irgendwie. So, er ist aber auch nicht temperate geworden. Okay. Das schade. Dann setze ich So, jetzt fort. warte, da ist noch irgendwas. Setze One by mich fort. one, the assembled lords.
raise their voices to vote on the payment of membership dues to strengthen the faction. At last, all votes were in and the proposal passed. Na schon. Was passiert? Ich habe 10 Gold gewonnen. Wie viel? 10 Gold. 10 Gold für 10 Gold. Ja, wie schon gesagt, ich brauche nicht mehr allzu viel und dann kann ich mir die nächste Casper Town in meiner zweiten Blütenregion kaufen. Das ist alles irrelevant, weil das aber 7 Reichsgrad sein möchte. Ich setze fort. Das mag schon sein, aber mich stört das auch nicht in einem anderen Reich. Ist ein Opportunist. Ja, voll und ganz. Also wenn mein Emir sagt, machen wir ein eigenes Reich, sage ich, passt. Ja, außer du wirst dann belagert und alle deine Familienangehörigen gefangen gesetzt. Ja. Das ist natürlich problematisch, ich weiß. Boah. Irgendwann wird ein Urenkel von mir Heike erobern und dann ist the debt is paid. Zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, warum unser... Ich gehe jetzt zum Friseur, habe ich beschlossen. Ist okay, tu das. Ich habe meinen Bart noch immer stehen, und zwar auch im realen Leben. Wir haben noch immer November. Morgen ist der 1. Dezember, oder? Das ist eine tolle Begründung. Um ehrlich zu sein, habe ich den Bart stehen lassen. Ich rasiere mich. Und ich tue alle meine Haare abrasieren. Alle deine Haare abrasieren? Alle Haare kommen weg. Kann man ihm das sagen, was du abrasieren willst? Das ja, etwas, ich weiß, ich gehe gerade Hairstyle durch, aber ich fürchte, komplett Glatze gibt's nicht. Warte, ich müsste die hässlichste Kombination nehmen, die es gibt. Was? Ich sehe gerade, da im Norden ist auch ein kleines Stück revoluzerisch worden. Bei dir in der Nähe. Hier, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Du stutzt deinen Bart. Hey, ja, ich habe was gefunden. Unser Krieg ist vorbei. Mit Hike. So. Neue Frisur. Aber dein Emir führt noch immer Krieg. Ja. Okay. Wieder zum Alltagsgeschäft. Das Problem ist, ich sehe das nicht einmal wirklich, weil du ja bei mir anders ausschaust als umgekehrt. Also meine Familie ist immer noch gefangen gesetzt. Oh mein Gott, ich sehe dich nichts jetzt gerade. Prestige. Was hast du getan? Ich war beim Friseur. So, ich kriege noch immer das Prestige von meinen Zweitfrauen, die dürfen gefangen bleiben. Es kostet mich 210, sie auszulösen, aber was soll's. Aber meine Töchter und meinen Sohn werde ich auslösen. Ja. Okay, nein, sorry, nein. Sorry ist gut, weil die bringt mir, warte mal, ganz kurz, ich muss auf Pause drücken. Es ist gut, ich brauche die Pause eher. Mein Sohn wird ausgelöst, das ist klar, meine Töchter. Nein, der ist ja gefangen gesetzt. Ich gut, den Sohn musst du schon auslösen, das stimmt. Das ist zwar nicht mein Ältester, aber trotzdem, ich will ihn erzogen haben und dann ist er da. Die Töchter können hinter Gittern bleiben. Das ist nicht du bist so. Echt arg. Obwohl, nein, die eine ist quick... Die will ich weiter ausbilden, die werde ich auch. Mhm. Ja, ich bild gerade weiter diese Sorry aus. Keine Ahnung, woher ich die habe, wie schon gesagt. My word sorry practically lives in the kitchen, the little glutton. Eat and be merry, child. Oder birch her. Oder talk to her about moderation. Oder Pray, the greatest will save her. Ich glaube, ich werde wieder prayen einfach. Das ist das, was mir was bringt. Was mir was bringt, ich meine. Ich habe nichts gegen sie, aber um ehrlich zu sein, warum sollte ich mich für sie anstrengen? Außerdem kann mein jüngster Sohn heiraten. Endlich. Yo. Gut, ich schaue jetzt mir um. Achso, warte mal, dann sollte ich mal meinen jüngsten Sohn vielleicht gleich mal anschauen. Ja, schalte dir. Ich lade wieder einen Soldaten auf meinen Hof an, um 25 Gold und 25 Prestige. Schauen wir mal, ob der besser ist. Du wirfst mit dem Geld um dich, als hättest du Unmengen davon. Er ist noch unfähiger. Naja. Warum okay. Glaubst du, kommt der jetzt einen Monat nach dem ersten? Im ersten Monat ist der Beste gekommen, jetzt musst du ein bisschen warten, bis bessere wieder da sind. Okay, er darf am Hof bleiben, aber er ist ein Schwammerl.
ich werde wieder 25 ausgeben. Außerdem baue ich jetzt, habe ich beschlossen, nein, ich habe das Geld nicht dafür. Wie kann das sein? Vielleicht, weil du zu viel Geld in Jo. deine Marshalls investierst? Ich habe jetzt ziemlich, ich habe 75 Geld ausgegeben für Marshalls und die Befreiung von irgendwelchen Kindern, die der Gitterkrieg Ja, das arbeitet. ist traurig, ich weiß. Okay, aber wenn die Barracks, wenn ich das Geld für die Barracks habe, werden sie sofort gebaut. Na gut, von meiner Familie aus können wir fortsetzen. Ja, okay, gut. Wie schon gesagt, ich hoffe, mein erstes geborener Sohn stirbt nicht vor mir. Weil mein zweitgeborener und drittgeborener Sohn, die sind beide ziemliche Schwammerln. Das kommt von dem ganzen Inzuchtzeug, was ich da mache. Aber fast, ich kann mir fast diese Kasper schon leisten. Kasper klingt irgendwie cool. Klingt wie Kasper. Also wenn Kasper Teil so. To the proud wit Mohammed al-Afshin, your wisdom and mercy, bla bla bla, legendary. Ja, okay, gut verheiratet. Wir sind zwei. Eine weitere Chat. Mein Sohn ist unter der Haube. Was? Your children? Lack of Guardian? Du brauchst noch einen Guardian? Learning ausbilden, vielleicht kann ich ihn dann zumindest, das ist das Einzige, was er kann, vielleicht kann ich ihn dann zu einem, wie heißen die geistigen Führer? Schmutzen. Heißen nicht Muezzin, keine Ahnung. Wie heißen die Typen, die, ach Gott, das ist ja wurscht, die Moscheen führen? Imam? Imam, ja, das könnte sein. Weiß Vielleicht kann ich ihn zu einem Imam machen nachher. Und dann quasi als Staatsimam einsetzen, wenn ich ihm im Learning noch etwas beibringen kann. Okay, ich passiere. Tu das. Ja. So wie es ausschaut, mein ältester Sohn ist verlobt mit der ältesten Tochter von Emir Al-Ala, meines Emirs. Diese Tochter ist im Krieg mit Haig gefangen genommen worden, aber scheinbar jetzt ausgelöst und wieder daheim. Weswegen der Emir mir jetzt angeboten hat, dass diese beiden Verlobten jetzt heiraten. Und das werde ich natürlich annehmen. Ja, das ist irgendwie. Ja, das war ja der Plan der ganzen Sache. Das macht Sinn. Gestorben und suspicious Dings, aber er war erst null, also so gesehen ist es mir egal. Oh, der Sohn meines Bruders ist auch im Knast, also in Haig gefangen gesetzt. War das, diese Belagerung war echt verheerend. Haig würde meine Frau nicht einmal noch für 10 Schilling freisetzen. Das lehnt er ab. Er will sie lieber als Gefangene behalten. Ja, quasi Geisel, damit du tust, was er sagt. Der unterschätzt, nein, der überschätzt, wie sehr ich an meinen Zeitplan hänge. Ah, my work tasks bore me.
conversations with my courtiers bore me. Everything bores me. I need something new and exciting in my life. Some hunting, or perhaps I should send for a new bird. Ich werde hunten. Dabei kann man sterben. Warte mal, warte mal. Ich sehe gerade was Schreckliches. Diese jordanische Rebellion hat tatsächlich Al-Jauf ja! erobert, das meinem Sohn gehört. Mit 5000 Leuten. Wie geht's deinem Sohn? Arg. Ja, mein Sohn ist Gott sei Dank in Feind. Also es geht ihm gut. Aber was? Emir Berat of Al-Kufa, das ist erklärt. Kufan Conquest of Heil und Emir Abdullah the Wise. Echt jetzt? Versuchen irgendwas zu erobern auf jeden Fall. Ah, das hier. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. The hunt was a huge disappointment. No game in sight and my horse threw me off. Forget it. Dann werde ich depressed. I should try falconry instead. Hey, ja, machen wir das. Wir führen jetzt im Übrigen, also ich führe jetzt, also mein Emir eigentlich führt jetzt Krieg gegen Heil oder nein, gegen Al-Musa da im Süden. Das könnte auch zu einem Desaster enden. Ich habe kurz dazwischen Einwurf, ich habe in meinem Hof eine sehr begabte Frau entdeckt, eine 17-Jährige, die wenn ich sofort sortiert, Frau habe ich beschlossen. Die du sofort heiratest, oder wie? Richtig, ja. Klar. Gut, an dieser Stelle werde ich... Nein! Wie fasse ich das in Worte? Ist deine Frau gestorben? Sehr knapp dran. Ich lese vor. At age 36, Agarwan, das ist meine zweite Frau, died in the dungeons of Tagawar, Sunbird of Haig. Das ist ungefähr zwei Tage passiert, nachdem ich geheiratet habe. Das Schicksal will nicht, dass ich vier Frauen habe. Es ist ganz offensichtlich, dass der Islam das nicht schätzt. Ja. Oder die Spielengine. Das mag sein, ja. Es war jedenfalls lustig, in dem Moment, wo ich geklickt habe, ja, heirate, bab, tot. Okay. Nett. An dieser Stelle werde ich für jetzt wieder mal abbrechen. Und